Jetzt empfehle ich euch ein Buch und das heißt, was steht denn da? Und da tut der Affe, weil er was geschickt kriegte, den Brief lesen. Er konnte noch nicht lesen. Darum geht er zum Ziegenbock seines Freundes. Er saß gerade am Mond und lernte lesen. Und unten saßen der Hase und die Ente, der Schwan, aber die können nicht dazu. Und dann, sie schaute nämlich auf den Himmel und saß draußen. Dann fragte der Affe, du kannst doch schon lesen. Dann sagte der Ziegenbock, ja. Und dann leste er. Er sagte, da steht nicht Mond, da steht nicht Zieg. Da steht aber Ziegenbock in deinem Brief. Und das bin ich. Die beiden rennten zu Mama Meerschwein. Da sagte der Affe, du lernst doch schon lesen. Sie arbeitete gerade in den Garten. Da sagte sie, ja, ich lerne schon lesen, ich lerne. Ich kann Rose, aber das steht auch nicht auf der Socke drauf. Und auch, ich kann auch Mond, aber das steht auch nicht drauf. Aber Mama Meerschwein steht drauf. Und dann gehen sie zu Dachs. Dachs sitzte und tute angeln. Mama, dann sagte er, was steht denn da, der Affe? Und sagte, ich kann bis jetzt nur Fisch, Mond und Rose lernen. Und Dachs. Da steht Dachs auf diesem Brief, auf deinem. Und dann gaben sie zum Mama Esel. Sie kann ja nur Socke, Mond und Rose und dann Fisch und mehr Mama Esel. Dann sagte sie, da steht Mama Esel drauf und dann gingen sie zum Geburtstags, zum Ferkel und dann es wartet schon auf der Geburtstagsfeier. Es sagte, hallo Leute. Und dann sagte es, soll ich euch das Brief vorlesen? Und dann sagte es ja. Und dann nahm sie in den Brief. Und da sagte es, leste, mein Freund Affe, komm doch mit zur Geburtstagsfeier. Bring doch alle deine Freunde mit. Bring Ziege und Dachs und Mama Meerschwein und Mama Esel mit. Dann gehen sie zum im Zelt rein und tun essen. Und der Schwan und der Hase sagten, da sitzen sie wieder und da saßen sie und tuten gemütlich. Der Schwan sagte, was, du kannst nicht lesen. Dann sagte der Hase, doch, ich kann lesen. Da steht Honig und Schokolade. Dann sagte er, ja, darauf habe ich schon Lust. Und dann lesen sie was auf den Brief, Geburtstagsbrief stammte. Und jetzt ist die Geschichte aus.